Liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Pflegemesse, mein Name ist Melanie Strieg und ich darf Ihnen heute etwas zum Pflegelaufbahnmodell der Steiermärkischen Krankenanstaltengesellschaft erzählen. Vielleicht nur ganz kurz zu meiner Person. Ich arbeite am LK-Universitätsklinikum Graz, bin auf einer Intensivstation als DGKP tätig, darf aber zusätzlich in der Pflegedirektion auch Aufgaben übernehmen, unter anderem eben auch zum Pflegelaufbahnmodell. Ich habe am Ende der Präsentation auch eine Kontaktfolie hinzugefügt. Sollten Sie also Fragen zum Thema Pflegelaufbahnmodell oder auch zur Präsentation haben, so können Sie mir einfach eine E-Mail schicken und so Ihre Fragen stellen. Wir starten dann gleich mit dem theoretischen Modell. Sie sehen also hier das Pflegelaufbahnmodell des LKH Universitätsklinikum Graz. Und wir werden diese Grafik jetzt von oben nach unten durch besprechen. Sie sehen also ganz oben abgebildet die Basismitarbeiter, die sich im Laufe ihrer Karriere von Anfängern zu kompetent Pflegenden bis hin zu erfahren Pflegenden entwickeln. Bei den erfahren Pflegenden ist es dann so, dass es auch noch eine Unterscheidung hin zu erfahren Pflegenden mit Sonderausbildung im Spezialbereich gibt. Da geht es um die Bereiche Intensiv oder OP, aber auch Anästhesie, also überall dort, wo der Gesetzgeber vorgibt, dass eine Sonderausbildung innerhalb von einem definierten Zeitrahmen, also es sind ja derzeit 5 Jahre, absolviert werden muss, um in diesem Spezialbereich weiterhin tätig zu sein. Und deswegen ist es auch in der Basis abgebildet und nicht in den einzelnen Laufbahnen. Sollten die Pflegepersonen aber über diese Basis Tätigkeiten hinaus sich noch weiterentwickeln wollen, gibt es da jetzt eben 3 Möglichkeiten. Es gibt einerseits die Fachlaufbahn, das sehen Sie auf der linken Seite, es gibt die Führungslaufbahn in der Mitte und es gibt die Bildungslaufbahn auf der rechten Seite. Es ist so, dass bei der Fachlaufbahn Zusatzaufgaben mit wissenschaftlich-fachlichem Fokus übernommen werden. In der Führungslaufbahn ist es die Förderung und Vertretung des mittleren Managements und in der Bildungslaufbahn sind es Zusatzaufgaben mit pädagogisch-didaktischem Fokus. Und auch innerhalb der Laufbahnen sehen Sie dann Weiterentwicklungsmöglichkeiten. Das heißt, in der Fachlaufbahn ist man zunächst Pflegeexperte, kann sich aber weiterentwickeln zum fachverantwortlichen Pflegeexperten oder schließlich auch zur APN, also der Advanced Practice Nurse. Zu dem Thema habe ich dann später auch noch ein paar Folien vorbereitet. In der Führungslaufbahn ist es so, dass es zunächst einmal die Führungskraft für das mittlere Management gibt, aber auch die Möglichkeit der Förderung und Vertretung für das obere Management. In der Bildungslaufbahn übernehmen natürlich die Praxisanleiter eine sehr wichtige Rolle und auch da ist es möglich, sich zum bildungsverantwortlichen Pflegeexperten weiterzuentwickeln. Im unteren Bereich sehen Sie einfach den Aufbau des LKH Universitätsklinikum Graz. Das heißt, es gibt dann noch Führungskräfte des oberen Managements und es gibt auch 3 Koordinatorenstellen. Das wäre einerseits einmal Fachentwicklung und Innovation, dann Pflege, Informatik und Prozesse und Bildung und Kooperation. Und an ganz oberster Stelle immer die Pflegedienstleitung. Jetzt haben Sie das theoretische Modell gesehen. Ich möchte aber nochmal einen Schritt zurückgehen, nämlich auf die Ausgangssituation. Also warum hat man sich überhaupt überlegt, so ein Pflegelaufbahnmodell zu implementieren? Und da war es einfach so, dass die Überlegungen waren, wie schafft man es, ein attraktiver Arbeitgeber zu bleiben? Wie kann man aber auch diese zusätzliche Expertise, die es ja bereits vor dem Laufbahnmodell gegeben hat, also es hat ja immer schon Pflegepersonen gegeben, die Weiterbildungen zu einem bestimmten Bereich gemacht haben, wie kann man das jetzt wirklich abbilden? Wie kann man Wissensträger halten? Also wie schafft man es natürlich auch als Unternehmen, dass man das Pflegepersonal halten kann? Wie kann man aber auch potenzielle Leistungsträger gewinnen? Und ein wichtiger Punkt war auch, wie kann man Fach- und Führungskräfte richtig auswählen, sie dann fördern und auch gezielt dort einsetzen, wo sie gebraucht werden. Bei der Erstellung des Pflegelaufbahnmodells hat es auch mehrere Meilensteine gegeben. Das Ganze hat 2010, 2011 begonnen. Da hat es vom ÖGKV ein Kompetenzmodell für Pflegeberufe in Österreich gegeben.
Das ist dann im Juli 2011 öffentlich präsentiert worden und eigentlich gleich anschließend, also 2011 bis 2014, hat sich dann das LK-Universitätsklinikum mit der Entwicklung des Laufbahnmodells beschäftigt. Und schließlich 2015 ist das Ganze dann an der Universitätsklinik für Neurologie pilotiert worden. Das heißt, dort hat es auch die ersten APN-Stellen gegeben. Und ausgehend von dem hat sich das Ganze dann auf die KAGES, also die Steiermärkische Krankenanstaltengesellschaft, ausgeweitet. Das heißt, es hat ein Attraktivitätsprogramm der Pflege gegeben, wo ein Teilprojekt auch das Pflegelaufbahnmodell war. Für die Konzepterstellung des Laufbahnmodells waren jetzt mehrere Grundlagen wichtig. Einerseits einmal das Kompetenzmodell für Pflegeberufe des ÖGKV. Andererseits hat man natürlich auch Literatur gesichtet, um einmal zu schauen, was die Literatur zu diesem Thema sagt. Es hat auch eine externe Beratung gegeben durch den GÖK bzw. ÖBIG. Ganz wichtig waren auch die Hospitationen und der Erfahrungsaustausch mit dem Universitätsspital Zürich. Und es war so, dass das Pflegelaufbahnmodell eigentlich durch Workshops richtig entstanden ist. Das heißt, es hat rund 600 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen gegeben, die aktiv mitarbeiten haben dürfen, mitreden haben dürfen, was es denn braucht für so ein Laufbahnmodell. Und das waren umgerechnet dann eigentlich 20% aller Mitarbeiter der Pflege am LKH-Universitätsklinikum Graz. Sie sehen hier jetzt noch einmal das theoretische Laufbahnmodell, wieder für das LK-Universitätsklinikum Graz. Dadurch, dass dieses Laufbahnmodell aber für sämtliche Krankenanstalten und Landespflegezentren der Steiermärkischen Krankenanstaltengesellschaft gültig ist, hat man das auch abändern müssen, nämlich auf die jeweiligen Gegebenheiten. Sie sehen also hier das Pflegelaufbahnmodell für Schwerpunktkrankenhäuser. Was hat sich da jetzt geändert? Also Sie sehen, die Basis schaut gleich aus. Wenn man sich dann die Fachlaufbahn anschaut, dann gibt es auch da Pflegeexperten und fachverantwortliche Pflegeexperten, aber keine APNs. Das ist so nicht vorgesehen. Und Sie sehen dann auch noch weiter unten, dass diese Koordinatorenstellen hier nicht vorhanden sind. Wenn wir dann noch weitergehen, sehen Sie hier die Standardkrankenhäuser. Da ist es dann auch so, wenn Sie ganz unten schauen, dass es das obere Management so nicht gibt. Und bei den Landespflegezentren dann noch zusätzlich die erfahrenen Pflegenden, da gibt es keine Unterscheidung zu den Spezialbereichen, weil es diese Spezialbereiche dort einfach nicht gibt und es deswegen so einheitlich dargestellt ist. An dieser Stelle zeige ich dann immer gern ein kurzes Video zum Pflegelaufbahnmodell her, das einfach kurz und knapp erklärt, was genau das Laufbahnmodell ist. Sie haben jetzt die Möglichkeit, dass Sie das aber extra anschauen und ich würde Ihnen das empfehlen, weil es wirklich einfach in kurzer Zeit gut zusammenfasst, was Inhalt des Laufbahnmodells ist. Jetzt habe ich ja immer wieder von Kompetenzen, von Zusatzqualifikationen gesprochen, aber was heißt das eigentlich genau? Dazu hat man mal versucht, eine Sammlung anzulegen, welche Zusatzqualifikationen gibt es bereits, also wo gibt es Weiterbildungen, die von Pflegepersonen absolviert werden, zu welchen Themen eignen sich die Pflegepersonen bereits Expertenwissen an und was ist dann eben geeignet für so ein Pflegelaufbahnmodell. Und man hat dann diese Themen auch mit dem GOKG, also mit dem Gesetz, abgeglichen, um einfach zu schauen, dass man da natürlich auch alles richtig abdeckt und hat das Ganze dann den einzelnen Laufbahnen zugeordnet. Hier sehen Sie dann die Zuteilung der einzelnen Themen zu den Laufbahnen. Sie sehen also auf der linken Seite die Fachlaufbahn und die dazugehörigen Themen, auf der rechten Seite die Bildungslaufbahn mit den dazugehörigen Themen und in der Mitte die Führungslaufbahn. Ich möchte jetzt gar nicht alle Themen einzeln aufzählen. Was vielleicht einfach nur wichtig war, bei der Zuordnung hat man versucht zu schauen, dass die Themen der Fachlaufbahn eher einen wissenschaftlich-fachlichen Bezug haben und die Themen der Bildungslaufbahn eher einen pädagogisch-didaktischen Fokus haben. Wir haben am LK-Universitätsklinikum Graz dann auch eine Pflegekompetenzlandkarte erstellt. Das heißt, wir haben versucht zu schauen, welche Themen sind denn wo und in welchem Umfang vertreten.
Sie sehen da also die Führung in Orange gehalten, die Fachlaufbahn in Blau und die Bildungslaufbahn in Grün. Und man sieht da, dass es beispielsweise sehr viele Personen mit einer Weiterbildung in Pflegedokumentation, Praxisanleitung oder Notfallschulung gibt, genauso wie Schmerzmanagement, und natürlich gibt es sehr viele Führungskräfte. Es gibt aber auch Themen wie beispielsweise die BOBAT-Pflege, die einfach nur sehr gezielt eben auf der Universitätsklinik für Neurologie Anwendung finden. Jetzt kommen wir dann wie angekündigt noch kurz zum Thema APN, also Advanced Practice Nurse, und Sie sehen da eine Definition. Also eine APN ist eine akademisch ausgebildete Pflegende, meist mit einem Masterabschluss. Und was aber ganz wichtig ist, sie arbeitet weiterhin am und mit den Patienten und ist folglich immer noch in der direkten Pflege an der Basis tätig. Das ist bei uns, wird auch so gelebt, das heißt, die APNs bei uns am LKH-Universitätsklinikum Graz arbeiten zu 50% in der Patientenversorgung und zu 50% beschäftigen sie sich eben mit der wissenschaftlichen Erarbeitung ihrer jeweiligen Themen. Hier auch noch ganz kurz, welche Rollen eine APN übernimmt, einfach als Erweiterung der Definition. Also eine APN ist eben weiterhin Praktikerin, ist Expertin auf ihrem Gebiet, fungiert aber auch als Beraterin, nämlich für die Patienten, aber auch für die Angehörigen oder auch für Kollegen. Sie ist Lehrerin, sie ist Forscherin, sie ist aber auch Leiterin und Vertreterin. Und dann noch zum Schluss kurz die APNs und ihre Aufgaben. Also welche APNs haben wir derzeit am LKH-Universitätsklinikum Graz? Und Sie werden ja auch einige Vertreter da kennenlernen. Einerseits haben wir APN zum Thema Diabetes Care. Wir haben eine APN zum Thema Pflege bei Demenz, zum Thema Transplantationspflege, zum Thema Hämatologie und Onkologie und zum Thema Parkinson. Wie angekündigt, hier zum Schluss noch eine Kontaktfolie. Sollten Sie also Fragen zum Pflegelaufbahnmodell oder zur Präsentation haben, können Sie mich gerne kontaktieren. Hier sehen Sie noch die Literatur, die für die Präsentation verwendet wurde. Sollten Sie noch weiterführende Literatur brauchen, können Sie sich auch bei mir melden. Vielen Dank.